Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit Division. Und zwar sind wir auf dem Weg zu einem Nebeneinsatz, bei dem wir Nachschublieferung sichern wollen. Der Schalldämpfer war ein bisschen so taktischer, oder? Hörte sich irgendwie so ein bisschen cooler an, gerade so. Dieses Tick-Tick und tot. Komm, guck nochmal raus. Das Teil zerreißt zwar mega, muss ich wirklich sagen. Also eventuell sollten wir da nochmal ein bisschen überdenken, was wir da für einen Schalldämpfer oder sowas spielen. Denn der kann ja doch relativ schnell hintereinander schießen. Aber auf so eine weite Distanz, mal gucken, haben wir mal irgendwas, auf was wir gut zielen können. Suchen wir uns mal so eine helle Wand da hinten aus. Entschuldigung. So, also wenn wir jetzt hier einfach mal gucken, ich ziehe mal auf das unterste Brett und schieße mal eine ganz schnelle Folge. Da, also das ist schon heavy, oder? Dass ich also am Ende hier oben gelandet bin. Da ist hier das letzte Einschussloch und da hat er ja noch höher verrissen. Da ist eins. Da ist eins, hier kommen welche. Also hier unten habe ich ja begonnen, ne? Also das ist schon extrem. Zerreißt echt mächtig. Mega viel Wumms die Waffe, aber man muss eigentlich doch mit den Schussfrequenzen oder mit der Schussfolge doch ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, das Einzigste, was ein bisschen mehr Stabilität bringen könnte, wäre halt der Schalldämpfer. Ne? Das ist ja das Einzigste, wo wir hier ein bisschen mit Stabilität, anfängliche Stabilität drauf eingehen können. Und deshalb werde ich jetzt mal, glaube ich, auf die Mündungsfeuerbremse setzen. Angeblich macht das weniger Schaden, da diese kritische Trefferchance verschwindet. Aber auf der anderen Seite verreißt das Ding nicht so viel. Wir probieren das mal. Also theoretisch weniger Schaden im einzelnen Schuss, in der Praxis eventuell aber trotzdem eine bessere Spielweise, dass es nicht so verzieht. Wir schauen uns das mal an. Warum habe ich eigentlich so eine hässliche grüne Tarnung auf der anderen Waffe? Das weiß auch keiner, oder? In letzter Zeit ploppen die Leute hier wieder echt arg derbe auf. Immer so flupp, stehen auf einmal 10 Leute vor dir. Was ist da los? Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Ja, klar. Das sind die Schäflinge! Ich muss sagen, merken, wirklich merken tue ich das jetzt nicht. Oder geringfügig. Weil man die Schussfolge doch ganz einfach so anpasst, dass es, ich sag jetzt mal so, normalerweise musst du halt eh ausgleichen. Und in dem Moment könntest du auch ein bisschen mehr ausgleichen, glaube ich jetzt mal einfach. Ich vorbeischieße. Lieber ein sicherer Ohrkörpertreffer hier. Oh, wo ist der Typ? Dahinter, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Also, verreist ein ganz klein bisschen weniger, wäre jetzt so mein Eindruck nach dem ersten Feuergefecht. Was natürlich fehlt, ist diese kritische Kopftrefferchance. Und ich fand jetzt auch, ich muss jetzt gestehen, ich fand das mit Schalldämpfer cooler. Also, Effektivität hin oder her. Ich mach den Schalldämpfer wieder drauf. Also irgendwie hat mir der Schalldämpfer besser gefallen. Ist das okay für euch? Nicht, dass ihr das jetzt beeinflussen könntet, aber ihr wisst schon, was ich meine. So.
Los geht's. Ah, neue Objekte haben wir. Ja, wahrscheinlich jetzt diese Low-Objekte da hinten. Was? Also, da, Nachschub suchen und zurückbringen. Wahrscheinlich müssen wir wieder Koffer tragen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr solche, gerade solche Nebenmissionen wollte ich ja gar nicht mehr spielen. Aber nachdem wir ja gerade erst eine Hauptmission gespielt haben und ich gerade hier so ein bisschen im Fluss bin, habe ich gedacht, machen wir das auch mal noch. Ich muss gestehen, dass die Knarre jetzt hier zwar den super coolen Splinter Cell und Hitman Look hat, aber mir da diese kurze Shotgun doch irgendwie immer ein bisschen besser gefiel. Aber wahrscheinlich jetzt hier gegen Stufe 20, 21 Gegner würde die auch nichts mehr ausrichten. Oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Ich fände es schön, wenn man wenigstens laufen könnte mit dem Koffer. Ratte! Oh, jetzt ist die Ratte einfach im Schnee abgetaucht, oder? Vor allem alle so, ja, Sirius, tragen Sie dann den Koffer. Wir stehen ja schon hier rum. Ja, wir von der JFT, wir stehen ja gerne mal rum. Kann man nicht sagen, dass wir hier auch noch Koffer tragen sollen. Frechheit. Ja, kümmert ihr euch da mal drum? Ach, das ist wieder was anderes. Hä? Ich glaube, man kann schon sehen, dass es pro Schuss einfach weiter nach oben verreist, oder? Aber sich irgendwie die Headshots ein bisschen sicherer anfühlen. Ist das der letzte? Fühlt sich irgendwie trotzdem besser an. Kann ich jetzt nicht anders sagen. So, ja, ich sammle da hinten jetzt auch noch erst den Koffer ein. Grüne Scheiße, da brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Wo ist denn der blöde Koffer? Irgendwo da drin oder was? Sie haben ihn. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Haben die einen Kilometer weit weg versteckt oder was? Oh mein Gott. Okay. Meine Alte ist einfach abgehauen. Brennt, ihr Schweine! Ihr solltet lieber Steine klopfen. Bereich gesichert. Kopfschuss. Bonus. Natürlich Kopfschussbonus. Was denn sonst? Headshot, Bitch. Ich glaube, Headshot, Bitch wird das offizielle Gamescom-T-Shirt. Das kann dann kein Jugendlicher kaufen, weil er das seiner Mama nicht erklären kann. Oh mein Gott. Welches Spiel spielen wir zu Gamescom? Oder ich frage mich, welche Spiele Ubisoft beispielsweise auf der Gamescom präsentiert. Denn die großen angekündigten Titel aus dem letzten Jahr oder die Serien sind ja jetzt einfach raus. Also Rainbow Six, Division, Assassin's Creed waren ja so die Big Seller. Dieses Jahr gibt es kein Assassin's Creed. Das war ja immer das absolute Zugpferd von Ubisoft. Da frage ich mich, worauf sie diesmal setzen. Sie haben ja Ghost Recon Wildlands bereits angekündigt, ja, auf der E3 letztes Jahr, aber noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir da ein bisschen mehr sehen werden auf der Gamescom. Ich weiß aber nicht, ob das in irgendeiner Form schon anspielbar ist. Was wird es noch geben? Watch Dogs 2 Gerüchte machen ja so die Runde. Und was könnte es noch geben? Yeah, Kampf abgeschlossen. Warum ist denn das da leicht? Ich will nichts in dem leichten Gebiet. Ehrlich? Hm. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Ja, das ist doch einfacher mit dem Schalldämpfer, ne? Zweimal vorsichtig in den Kopf geschossen und gut ist. Dann macht anscheinend diese... Critical Headshot Damage macht anscheinend doch mehr aus. Eintreffende Gegner. Oh Gott, eintreffende Gegner, eintreffende Gegner. Wo? Hätte ich mir mal den Radar aufgehoben.
Warnung, Ware wird beschossen. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo die Scheiße ist. Warum startet das, während ich noch nicht mal da bin, ey? Oh! Schon. Schön, dass da nur lilane Gegner sind. Ah, kein Problem für uns. Warnung, eintreffende Gegner. Oh, was Blaues. Nice. Gib mir das erst. Vorher habe ich da keine Zeit für. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Warnung, Ware wird beschossen. Da liegt eine Bombe. Scheiße, beschuss noch von der Seite. Ich erledige das. Wir haben jetzt ein bisschen nah, der Typ. Verdammt. Wie ich die Granate gegen den Baum werfe, ich Idiot, ey. Boah. Muss ich mal ein bisschen aus dem Staub machen. Jetzt habe ich ein. Oh. Blind Headshot. Warnung. Eintreffender Gegner. Boah, sieht knapp aus und ich habe gar nicht mehr so viele. Gar nicht mehr so viele Waffen. Echo einsammeln noch. Warnung, Ware wird beschossen. Ja, ja, ja. Ich habe ja, schon unterwegs. Ey, wo das wieder ist, ne? Ah, woher hätte ich laufen müssen? Darum oder was? Scheiße! Warum ist denn hier so ein Pisshaus dazwischen, ey? Wo ist denn der Flammenwerfer überhaupt hin? Ich hoffe, das ist ein Boah, du siehst aber hier auch mal nichts wirklich, ne? Heute haben wir ganz schön derbe viele Fights, oder? Mein lieber Scholli, ey. Meine letzten Kugeln im Scharfschützengewehr, die sollten jetzt wenigstens einigermaßen sitzen. Ich sehe nicht allzu sonderlich viel. Muss ich gestehen. Yeah! Vorräte gebracht und nicht mal das Beste für sich behalten. Und das ist gut so, weil wir das Zeug wirklich dringend gebraucht haben. Scheiße, Leute, ich brauche immer ein bisschen Nachschubunterstützung. Wie wär's das? Keine Munition mehr, ich pack's nicht, ey.
Ah, jetzt kann ich ja nicht drüber klettern. Voll die Aufgabe ist doch eigentlich schon gelöst. Warum muss ich hier noch kämpfen? Wo ist denn mal Scharfschützenmunition, bitteschön? Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Mann ey, warum ist denn hier so viel los? Den Bereich nach Schlüsseln absuchen, ja, mach ich. Da hinten oder was? Ja, ja, ey, wo, ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein, Mann ey. Hier absuchen, da oder was? Hier rein. Wo denn hier? Da, okay. Oh, eine moderne Baseballmütze. Und ein Geiselschlüssel. Also sind hier irgendwo Geiseln. In diesem eher modern eingerichteten Loft. Ein Mineralwasser für mich. Hallo, ist hier eine Geisel? Ich habe doch gerade irgendwo Geisel klopfen hören. Oh, war ein Medipack. Hau ab, mein Medipack. Ich habe nicht mal eins. Ist hier Geisel drin? Ah, ja. Habt ihr irgendwie was in eurer Kiste? Könnt ihr mir irgendwas geben? Gib mir irgendwas. Oder ich mach wieder zu. Hau jetzt ab da, ich habe nichts für dich. Tanz wie ein Hund. Ah, verdammt. Ja, ich weiß auch total zu schätzen, was ich tue hier, du. So, jetzt habe ich, was habe ich gemacht? Jetzt habe ich alle Kämpfe und alle Nebeneinsätze. Wir könnten noch ein bisschen hier farmen gehen. Plünderbare Objekte, Standardausstattung, plünderbares Objekt. Oh, komm. Gucken, was da drin ist. Wahrscheinlich nur ein Scheiß. Aber wenn wir schon mal gerade hier sind, oder? Ein Echo entdeckt. Ja! Wir alles entdeckt haben ständig. Hier. Oh, endlich! Eine abgetragene Jeans. Ja, danke schön. Nehme ich natürlich mit. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut gefällt mir das. Geh weg. Das ist meine Gegend. Meine Hood. Hau ab, du Penner. Ich müsste mal irgendwo ein bisschen Munition Nachschub holen. So wird es echt schwierig. Ist das ein Böser? Nein. Keiner von den Bösen. Da drüben sind schon wieder Böse. Mann, du, was wollen die eigentlich die ganze Zeit von mir? Einer ist noch da, hinter dem Taxi. Oder? Nein. Uiuiui, Jungs, ey. Jungs. Am Medical Center sind wir, sehe ich gerade. Ah, einsammeln. Habe ich eigentlich zwischendurch irgendwas Gutes eingesammelt, während wir hier die ganze Zeit rumgelaufen sind? Ich wollte doch eigentlich jedes Video mittlerweile ein, Covered SRS. Nö, also nix. Nix, was uns rockt, oder? Nix, was uns rockt. Mehr Schaden, weniger Lebenspunkte. Der ist besser, der Hochleistungsschoner. Mehr Lebenspunkte. Nehmen wir den. Was haben wir hier? Haben wir einen neu integrierten Ausdauermod? Konnten wir von irgendwas modden? Nein. Das ist gemoddet, da habe ich auch nichts anderes. Neue Handschuhe, die mehr Schusswaffenschaden machen. Aber von Lebenspunkten wieder sinken. Lebenspunkte sinken deutlich um die 1500 Punkte. Waffenschaden steigt um 800 Punkte. Eigentlich ein schlechter Deal, oder? Aber höhere Attribute, 355 Präzisionsgewehrschaden und Haftgranatenschaden. Haftgranatenschaden ist natürlich für den Arsch. Hier mehr Lebenspunkte bei Tötung, Sturmgewehrschaden. Ja, jetzt ist hier die Frage zum Beispiel. Wollen wir hier mit den Mehrzweckhandschuhen, wollen wir bewirken, dass
das das Präzisionsgewehr, dass der Sniper mehr Schaden bekommt? Oder wollen wir einfach sagen, nee, okay, hier hat das Sturmgewehr 53% mehr Schaden, aber 355 ist schon viel, ne? Wollen wir das mal probieren? Yeah, baby, bitch. Obwohl, habe ich wieder irgendwas Grünes an, kommt eigentlich auch schwul. Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Man darf ja heute alles nicht mehr sagen, ist ja alles verboten. So, wurde mir eigentlich jetzt hier die ganze Zeit angezeigt? Da! Wir sind am Funkmast, aber da sind Rikers, überall! Was zum Teufel? Wir sind zu wenig! Wir brauchen... Ah! War ich schon in diesem Safehouse? Nö. Ich würde sagen, wir gehen zum Safehouse rüber. Das ist ja nicht allzu weit. Und dann können wir von da aus dann im nächsten Video einfach wieder Missionen starten. Ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein! Auf mich sollten Sie damit nicht zielen. Maul. Ey, kackst du hier hin oder was? Boah. Puh. Oh, alter Boxclub. Penner. Das ist mein Lager, geh da nicht dran oder ich knall dich ab. Achso, ihr seid ja immer noch da. Ihr solltet doch abschalten. Es passiert jetzt hier wirklich nichts mehr. Also wirklich, ihr könnt jetzt gehen. Danke, aber schön, dass ihr dabei wart. Oh, hallo. Ich weiß, dieser Teil der Stadt dreht zurzeit ein bisschen am Rad. Die Leute drehen völlig durch. Die geben sogar ihre Haustiere auf. Ich frage sie, was für ein kranker Mensch gibt in solchen Zeiten seinen kleinen pelzigen Liebling auf, ha? Ich bin sicher, Sie sind nicht so einer und können viel tun, um uns zu helfen. Nee, habt ihr nicht? Hey, Mann. Diese Angebote sind unglaublich. Können Sie meine Scheiße kaufen, die ich nicht mehr brauche? Habe ich zwei Covered SRS? Soll ich eine behalten? Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Eigentlich kann ich beide verkaufen, oder? Braucht ja so oder so keiner mehr. Ich würde die eigentlich mal ganz gerne mal ausprobieren, aber ich weiß, dass ich die vermutlich so oder so nicht spielen werde. Die hat halt mehr Schuss als die Waffe, die ich jetzt trage. Verkaufe ich auch. Verkaufe alles, ey, alles weg. Mods behalte ich mal vorsichtshalber. Ich weiß es nicht. Und die Sache ist, niemand weiß es. Die wären schon nice, ne? Guck mal hier, 463 Präzisionsgewehrschaden. Hm. Mit 118 mobile Deckung. Uiuiuiui. Da hau ich meine Kohle für raus. Ich hab's ja. Oh, obwohl. Schaden gegen Elite. Pistolenschaden, Schrotflintenschaden. Schrotflinte spiele ich nicht. Also ein Glück, dass ich die jetzt zu spät gesehen habe, weil die hat mir nichts gebracht. Schrotflintenschaden. Auch wenn die noch so schön gewesen wären. Na. Das ist alles, was du hast? So geil ist das Zeugs ja nicht, oder, Alter? Bei diesen Preisen schneide ich mir ins eigene Fleisch. Naja, geht so. Also ich finde, ich habe jetzt hier ordentlich geblecht, du Penner. So, und zumindest haben wir auch schon wieder blaue Handschuhe an, oder? Das ist schon schöner. Hat uns jetzt eine Schweinemenge Kohle gekostet, aber was soll's. Wieso seid ihr eigentlich noch da? Ihr solltet doch abschalten. Ich habe doch gesagt, hier gibt es jetzt heute nichts mehr zu sehen und das ist jetzt nur noch so für mich. Haben Sie schon was im Blick? Nee, ich wollte hier nur noch meine anderen Handschuhe da lassen. Weiß nicht, soll ich die Magnum mal einsetzen oder soll man die beiden Waffen auch verkaufen? So eine Magnum macht so BOM, BOM und zerreißt immer so mega nach oben. Mal vergleichen. Obwohl, könnte ich natürlich theoretisch... Ich würde sagen, meine Freunde, jetzt gehe ich aber raus. Ich aktualisiere noch eben meine Karte. Jetzt könnt ihr aber wirklich abschalten, weil ich mache die jetzt wirklich aus.